and waitress. Waitress. Yes. She's the waitress in the Golden Sea Restaurant. Yes. And you cook. Heute heißt es Abschied nehmen. Marsh Wessin möchte Doris gar nicht gehen lassen. Sie könnte ja als Kellnerin arbeiten im Restaurant, während sie kocht. Sutaima kommt ebenfalls mit einem kleinen Geschenk vorbei, um sich von uns zu verabschieden. Beautiful. Oh, lade. Thank you. Schnell werden noch unsere Facebook-Adressen ausgetauscht und Freundschaftsanfragen geschickt. Auch unsere Obstverkäuferin kommt noch mal schnell vorbei, um uns zum Abschied zuzuwinken. Auch Ewin, die Rezeptionschefin, lässt es sich nicht nehmen, sich persönlich von uns zu verabschieden. Knapp vor unserer Abfahrt entdecken wir auch das Boot von Kole, der heute noch mit russischen Gästen fischen war. Um sich von uns verabschieden zu können, legt er kurzerhand noch einen Stopp am Strand vor unserer Villa ein. Und wenn er schon da ist, kann er uns natürlich auch seinen Fang präsentieren. Red snappers. No, grouper. Grouper, das ist grouper. Yeah, that one, a red snapper. Wir bewundern seinen zu einer Badehose hochgebundenen Longi. It looks funny. It looks really funny, but I don't give it in Facebook. Dann geht es weiter zum Restaurant und zur Rezeption, wo sich auch noch einige Angestellte persönlich bei uns verabschieden möchten. Dann heißt es endgültig Abschied nehmen und wir fahren zum Flughafen Sandwe. A big kiss to Marsh Wessin. Ah, yeah, yeah. And Camp and Pure too. All right, yes, yes. And take care about them. I will. Okay. She's really important. Oh, we have to go. Aufgrund der vielen Geschenke, die wir bekommen haben, haben wir fast 18 Kilo Übergewicht. Leider wurde mein vollgepackter Koffer beim Transport ein wenig beschädigt und hat einen ziemlichen Riss abbekommen. Ma Ewin begleitet uns persönlich zum Flughafen. Sie hat versprochen, uns wegen des Übergewichts ein wenig unter die Arme zu greifen. Und was sollen wir sagen? Unsere Koffer wurden nicht mal auf die Waage gelegt. Danke, Ewin. Überpünktlich, nämlich 5 Minuten zu früh, heben wir schließlich ab Richtung Yangon. Eine knappe Stunde wird der Flug dauern und es sind wirklich nur wenige Passagiere an Bord. Vom Flugzeug aus gibt es einen herrlichen Blick über den Napali Beach. Ein kleiner Snack verkürzt den Flug. Zum ersten Mal können wir den stehenden Buddha von Chaito aus der Luft sehen. Am Flughafen Yangon werden wir dann von Nue abgeholt. Die Freude über das Wiedersehen ist groß und auch Nue hat noch ein paar kleine Geschenke für uns mitgebracht. Wir haben viel zu viel Gewicht. Ja. Ewin ist extra mit uns zum Flughafen gefahren, damit sie gar nicht abgewogen haben. Im Sule Shangri-La Hotel in Yangon erleben wir dann die unangenehme Überraschung, dass unser bestelltes Zimmer 1609 nicht frei ist. Die Diskussion mit Mr. Alex an der Rezeption erweckt nicht gerade den Wunsch in uns, nochmal wiederzukommen. Es ist witzig, es ist 5.28 Uhr und ich habe noch genau 5 Stunden 28 Minuten zum Aufnehmen.